Moin moin, ich bin Alex und wir kochen heute Bigos. Bigos ist eins der polnischen Nationalgerichte, ein richtig schönes, deftiges Gericht für die ganze Familie, was eigentlich aus Weißkraut, Sauerkraut und verschiedenen Fleischsorten besteht. Wir kochen das Ganze pflanzlich. Zu den wesentlichen Zutaten gehören Sauerkraut, Weißkohl, gehobelter, getrocknete Pflaumen, Äpfel, Tomaten, passierte Tomaten, Zwiebeln. Dann haben wir Tomatenmark mit verschiedenen leckeren Gewürzen. Glücklicherweise sind wir heutzutage so weit, dass wir eigentlich in fast jedem Supermarkt, in jedem Discounter mindestens eine vegane Bratwurst bekommen. Und wir haben hier heute mal Merguez-Würstchen, normale Bratwürste und geräucherten Tofu. Jetzt beginnen wir erstmal mit den Zwiebeln und den Weißkohl in Olivenöl anzuschwitzen. Das ist übrigens ein sehr, sehr großer Weißkohl, aber wir wollen ja nachher auch alle anständig was im Magen haben. Und zumal ein Bigosch, je öfter man den nachher aufwärmt, umso besser schmeckt er auch. Und außerdem isst man mindestens, also ich zumindest, zwei Teller davon. Die Familie und die Kinder auch. Und dann will ich auch noch mal anständig was mit auf Arbeit haben. Während das Weißkraut erstmal Hitze nimmt, können wir währenddessen schon die frischen Tomaten schneiden. Und die Pflaumen, die schneiden wir in recht kleine Stücke, dass sie auch richtig viel von ihrem Geschmack an das Bigos abgeben. Eine leichte, bittere, süße Note. Absolut Hammer. So, jetzt haben wir hier schon schöne, leckere Röstaromen. Das heißt für mich, dass das frische Sauerkraut jetzt mit dazu kann. Nochmal den Deckel drauf und Hitze nehmen lassen. Dann kehren wir jetzt hier erstmal die Äpfel. Und die Äpfel und die Pflaumen, die machen wir übrigens ran, um dem Sauerkraut der Säure ein bisschen mit einer Süße zu entgegnen, um sozusagen das Saure ein bisschen wegzunehmen. Und wir nachher nicht irgendwie Tonnen von Süßungsmitteln verwenden müssen. So, das ist schon sehr gut zusammengefallen. Das heißt, wir können jetzt die restlichen Zutaten, die Apfel, Tomate und die Pflaume, mit dazugeben. Aber vorher kommt jetzt noch das Tomatenmark ran. Lassen das kurz noch mit anrösten. Und das Tomatenmark gibt unter anderem dem Bigos eine schöne Bindung. Das Tomatenmark ist jetzt schön mit angeknuspert. Das heißt, es ist Zeit für die Tomaten, die Pflaumen und die Äpfel. Also für die, die sich an den Kochen noch nicht wirklich rantrauen und immer denken, dass es irgendwie ein großartiges Hokuspokus ist, ist es in gar keinem Fall. Wie ihr seht, im Endeffekt ist es ein bisschen Obst und Gemüse kleinschneiden, wird alles in einem Topf nachher schön zusammengeschmort und man hat relativ wenig Arbeit damit. Jetzt kommen die passierten Tomaten ran. Ebenfalls alles einmal schön durchmischen. Oh, geil. Dann kommt ein Liter Gemüsebrühe dazu. Dass, sag mal, der Topf, das ganze Gemüse und Obst, sag mal, gerade so gut bedeckt ist. Dann kommen jetzt noch 3-4 getrocknete Lorbeerblätter hinzu. Ungefähr ein halber Teelöffel Piment. Das kommt jetzt wirklich nicht drauf an, dass das nur hier alles abgemessen ist. Im Endeffekt schmeckt sie das nachher selber sowieso noch mal nach seinem Geschmack ab. Alles noch mal schön durchrühren. Deckel drauf. Und dann machen wir uns an die Würste. Den Tofu schneiden wir in schön kleine Würfel. Diese Merguez-Würste sind übrigens die, die nachher dem Bigos eine anständige Schärfe geben. Sollte man diese Merguez-Würste nicht finden, kann man das auch ersetzen, indem man den Tofu nachher anständig in der Pfanne mit Paprikapulver und mit Worcestersoße würzt. Dann hat man ebenfalls einen anständigen Bums in dem Tofu drin. Meistens koche ich halt in großen Töpfen, weil ich halt selber drei Kinder habe. Wir sind 5 Köpfe zu Hause sozusagen, inklusive Hund. Und auch der freut sich mal über eine anständige Kelle Bigos, über sein Trockenfutter. Und mache logischerweise immer mehr als genug, dass ich mir nächsten Tag noch was mit auf Arbeit nehmen kann, meine Frau was mitnehmen kann, meine Kinder. Also wer irgendwie denkt, dass vegan irgendwie nur Grünzeug ist und nur Salat, also der hat sich mal kräftig geschnitten. Ich denke mal, gerade an solchen Gerichten wie Bigos kann man halt eben zeigen, dass das nicht so ist. So. Ist es. Riecht sehr geil und wir sind auch so weit, dass jetzt Tofu und Würste mit rein können, um Bigos perfekt zu machen. Das riecht nach Feierabend. So, die ganze Geschichte noch einmal richtig durchgerührt und lassen es ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde noch mal durchköcheln. Dann ist es so,
dass die ersten Portionen gegessen werden könnten. Und wie gesagt, von Mal zu Mal, wenn man Bigos immer wieder aufwärmt, schmeckt es auf jeden Fall immer noch mal einen Zacken geiler. Also immer schön große Töpfe machen. So, jetzt haben wir den Bigos ungefähr eine Dreiviertelstunde köcheln lassen. Oh, Hammer. So, das heißt, dass jetzt die erste Portion meine ist. Und da ich immer richtig großen Hunger habe und keine Lust habe, dreimal zum Topf zu laufen, gibt es hier eine anständige Portion für Bauarbeiter. Vorsicht, verbrennt euch nicht den Mund, das ist anständig heiß. Traumhaft. Die Pflaumen, der Apfel, schön mit der Säure vom Sauerkraut, ist richtig schön durchgezogen. Eine leichte Schärfe von den Würstchen, von dem Tofu, geiles Raucharoma. Und das Schöne ist halt wirklich, man kann auch ohne schlechtes Gewissen auch mal zwei, drei Portionen essen. Wir haben hier wirklich nur reines Obst und Gemüse. Da musste kein Tier dafür leiden. Und wir haben alles, was unser Körper im Endeffekt den ganzen Tag über an Energie verbraten haben, gibt uns diese Gericht jetzt wieder und schmeckt einfach mal obergeil. Guten Appetit. Lecker, 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 lecker.